Herzlichen Dank. Guten Abend. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Merci. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Merci. Danke vielmals. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für den Applaus. Er ist gerechtfertigt. Ja. Wussten Sie übrigens, dass Paare, die über 10 Jahre verheiratet sind, nur noch 5 Minuten am Tag miteinander reden? Mein Tipp, redet 1 Stunde am Stück, dann habt ihr 12 Tage frei. Ja. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, sondern über die Nebenwirkungen von Pillen und Zäpfchen. Meine Damen und Herren, ein Referat von Dr. Hugo I. Weiß. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ich darf mich kurz bei Ihnen vorstellen. Je m'appelle Dr. Hugo I. Weiß. Weiß wie der Schnee und ist er gelb, sollten Sie ihn nicht essen. Sie merken, Humor ist eine sehr wichtige Angelegenheit pour moi. Et pourquoi bin ich auch eine kleine Scherzkeks? En français, un biscuit d'humeur. Ich arbeite seit 12 Jahren in die Verarschung, in die Forschung für die Pharmakonzern La Roche-Chaux. Ich arbeite aber nicht nur in die Verarschung, in die Forschung, sondern habe in den letzten 10 Jahren auch als Testperson Pilleli und Zäpfeli persönlich ausprobiert, getestet und geschlüpft. Ich möchte Ihnen meine kurze Referat belegen und beweisen, dass die übertriebene Kritik, insbesondere was die Nebenwirkungen von Pillen anbelangt, von der schreienden, von der schreibenden Presse total übertrieben, aus der Luft gestampft und aus dem Boden gegriffen. Hist, hi, schie, merd, totgül, scheißen, drecken. Es ist nicht wahr, ce n'est pas vrai, dass wir den Ärzten Ferienreisen bezahlen, nur um sie so zu manipulieren, dass sie unsere Produkte kaufen. Amazing! Santé, chien! Und. Und es ist nicht wahr, dass 1/3 aller Patienten an den Nebenwirkungen von Medikamenten stirbt. Zumindest nicht gleich. Und das macht mich wütend. Schier, merkt, totgülisch, heiße. Wir von La Roche-Chaux sind kreativ und geben ihren Leiden einen Sinn. Wir wollen ihr Leben mit neuen und unbekannten Krankheiten bereichern. Schmerzen können auf Freude machen. Und Schmerzen halten sie auf Trab. Und deshalb erfinden wir immer wieder neue Krankheiten wie Hyperaktivität, Penisneid, Potenzstörungen und ganz, ganz schlimm, die Schwangerschaft. Wir ertragen es einfach nicht, mit ansehen zu müssen, wenn sie nicht merken, woran sie nicht leiden. Sicher wollen Sie von mir hören, was ich in den letzten 10 Jahren als Testperson an Pilleli und Zäpfeli persönlich ausprobiert, getestet und geschlüpft habe. Hallo, ich habe Pilleli gegen Kopf-, Hals- und Ohrenschmerzen, gegen Migräne, Moräne, Arthritis und Bronchitis geschlüpft. Habe Impfungen an mir machen lassen gegen Malaria, Himalaya, Hochfuß, Senkfuß, Mittelfuß, Bleifuß, Tüfuß, Mumpf und Forelle blau nach Müllerinnenart. Et le résultat? Le résultat, ich bin immer noch voll in Schiss. Und leide bis dato an keinen nennenswerten Nebenwirkungen. Im Gegenteil, ich fühle mich jung wie ein Reh. Ein Exempel. Glauben Sie wirklich, glauben Sie wirklich,
Glauben Sie wirklich, dass man heutzutage die uns allgemein bekannte und lästige Grippe mit Essigschöckeli und Zwiebelwickeli ausrotten, vernichten und bekämpfen kann? Moi pas, non et pourquoi? Weil wir zuerst mit einer genauen Analyse, Analyse feststellen müssen, um welche der zick, 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 zack, zick, zack, hei, 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 zick, hei, zick, hei, tausenden Grippen es sich handelt es sich um die Vogelgrippe, oder müssen wir der eiligen Grippe von Bethlehem den Kampf ansagen? In ihrem Magen erst Krieg, und in ihrem Magen wird entschieden über Krieg oder Frieden. Tolstoi, Schiemer, Tuttel, Scheifen, Grenade. Vive la France, moi, sur les grands. Alors, was ist zu tun? Qu'est-ce qu'il faut faire? Wir gehen gegen diese Viren, gegen diese Bakterien, gegen diese Arschlöcher mit einem gezielten militärischen Präzisionsangriff vor. Mit einem Zungenangriff, eine Pille von oben und eine Zäpfeli von unten. En France, un torpedo de Trutkül. Wird die grippale Invasion eingekreist und angekesselt und in einer zweiten Phase attackiert, ausrangiert, gemördert und gevierteilt. Und dann können Sie Ihre beschissene Essigschöckerli mit Zwiebelwickeli dorthin stecken, wo Sie wollen. Aber ich garantiere Ihnen, es hat keinen Platz. Et encore une fois. Merci. Et encore une fois. Et encore une fois la presse, die Presse. Wir wissen, wer diese schmutzige Kampagne gegen uns führt. Es sind diese alten Naiven. Diese alternativen Mediziner. Sprich, diese Osteopathen, diese Esoteriker und diese ganze schwule Gesindel von Homopathen. Nur weil wir eine Marktlücke gefunden haben. Und nochmals, ich verwahre mich für jeden Angriff, dass Pillen gefährliche Nebenwirkungen haben und zum Tode führen, die sie können. Merci beaucoup.